Wie viel kostet, wenn du dahin gehst? Auch zwei. Nein, 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 nein. Undo. Das wollte ich nicht. Wir könnten mit ihm dahin gehen. Oder dahin gehen, nach unten in Overwatch gehen, mit so vielen Command-Punkten, die wir haben. Ja, 4 würde es kosten, 5 würde es kosten. Dann noch 2 für den Overwatch und wir hätten 1 für eine Ladehemmung über. Ja, das mach ich mal. So, das heißt, der eine Blip müsste gesichert sein. Hoffentlich. So. Overwatch. Du rückst auf. Du hast nur 3 Punkte. Von da hinten kommen auch gleich welche. Die würde ich eigentlich ganz gerne im Overwatch abschießen. Aber ich denke, so wird das nichts. Vor allem, weil die Tür hier noch zu ist. Und die Tür. Also ja, geh einfach dahin. Rest drückt auf. Dann verstarrt die Wand an. Du rückst auf. Du rückst auf. Kannst du noch weiter? Doch, kannst du. So. Wollen wir einen von dir nach unten schicken? Nö. Sind genug Terminator. Ist ganz schön eng hier mit den ganzen eigenen Truppen. Na gut, also du hast Overwatch. Für den da. Hoffentlich sind es nur ein oder zwei. Und wir treffen. Alternativ könnte er auch noch in Overwatch gehen. Den letzten Command-Punkt dadurch verbraten und dann auf das Feld da schießen. Was er ja machen dürfte. Nee, 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 nee. Den Command-Punkt nehme ich lieber für Ladehemmung. Ladehemmung tauchen doch recht häufig auf. Das passt soweit. Okay, Enter. Daumen drücken, dass es nicht so viele sind. 3. Sofort eine Ladehemmung. Sonst sind immer noch 2 da. Du hast keine Command-Punkte für eine Ladehemmung. Jo, jetzt ist der tot. Ja, nicht schön. Okay, wir haben nicht mehr das Problem, dass zu viele eigene Truppen den Weg blockieren. Wir haben 2 Tote. So. Also du. Töten. Komm schon. Auf so nahem Raum kann man nicht verfehlen. So. Du gehst dahin. Sehr gut. Gehst in Overwatch. Da sind 2 Blips. Das ist nicht gut. Du gehst dahin. So. Gehst in Overwatch um den Daumen. Oder so. Da ist gerade kein Blip mehr, okay. Dann gehen wir. Das ist nicht gut. Du bist ein Hammertyp. Den mag ich eh nicht so sehen. Schicke ich mal hier hin. Und der darf da in Guard-Modus gehen und alles einfach im Nahkampf zu Klump hauen. Also er müsste eh im Nahkampf einigermaßen gut bestehen können, weil er Schild und Hammer hat und weil er ein Sergeant ist. So. Mhm. Du dahin und in Overwatch. In Overwatch oder nicht? Ja doch, komm. Wir haben eine Munition. So, du. Nee, du. Ein Schritt vor. Du, ein Schritt vor.
Hier sind ganz schön viele. Geh du mal nach unten. Du hast nichts zu tun, bleibst einfach nur da. Jo. Wobei mir gerade einfällt, dass nur er hier in der Lage ist, die Typen da umzubringen. Jedenfalls so sehr umzubringen, dass der Gegner nichts mehr davon benutzen kann. Da darf er auf keinen Fall sterben. Oh ja, wir hoffen jetzt, dass er hier die da zerschießt. Und er hier die alle zerhämmert. Er ist echt gut im Nahkampf. Er hat einen Hammer, ein Schild und ist ein Sergeant. Und wird vom ersten Treffer von so einem verdammten Jean-Sealer umgebracht. Kein Friendly Fire. Sehr gut. Also ja, nicht schön das Ganze. Und wir merken uns, Sergeant Gideon, der im Hammer, ist tot. Also wenn wir jetzt nochmal einen Sergeant bekommen, der einen Hammer in der Hand hat, darf der nicht Gideon heißen. Sonst wäre das... Oh, oh. Das ist ein Problem. 6 CP, das ist sehr passend. Du musst nämlich nach da gucken. Musst die alle verbrennen. Ruhig da. Du lebst noch. Das ist nicht gut. Das heißt, er kann nächste Runde, also in seiner Runde, zu uns hinlaufen, uns angreifen, dadurch uns töten. Er bleibt aber auf dem Ende des Zuges auf dem Feuer stehen und stirbt dann selber. So war, glaube ich, die Mechanik. Jo, dann opfer dich mal, Brother Seal. Du guckst jetzt nach da. Und bringst den Haufen da um. Da überleben zwei. Gene Stealer survives. Ja. Problem ist, vor uns ist kein Feuerfeld. Das heißt, der kann rauslaufen, uns angreifen und wird am Ende der Runde nicht mehr sterben. Nur sein Kumpane wahrscheinlich. Außer der stellt sich da oder dahin. Ja, das hier hinten sieht echt nicht gut aus. Du könntest mal nach da gucken. Und in Overwatch gehen. Du bist die Assault Cannon. Du könntest nach... Stopp, warte. Ah, wo sind momentan Problempunkte? Zeig mal die Karte. Hier ist momentan gar nichts an Blips. Die einzigen Blips sind hinten. Das heißt, die können richtig gut vorrücken. Ja, die taktische Karte ist sehr praktisch. Also ja, du kannst... Yeah. Du musst die Typen da umbringen. Das ist... Das heißt, du... läufst hier lang. Du hilfst deinem Kameraden oder du gehst zum Missionsziel. Beides ist wichtig. Was mit dir? Du könntest dahin gehen und Feuerschutz geben. Ja, okay. Also du rückst vor zum Missionsziel. Securing position. Du gehst dahin. Taking position. Wirst dich aber gleich nochmal drehen müssen. Zwar nach da. Gehst hier in Overwatch. Securing area. Und greifst dann hoffentlich jeden an, der da durchläuft. Das heißt, er könnte überleben. Sieht trotzdem nicht so toll aus für ihn. Du gehst hier vor, damit du den Bereich um ihn hier frei hältst. Und du bist was für einer? Einfach ein Stormbolter. Okay, du gehst. Du gehst erstmal dahin. Ich finde es nicht so schön, dass wir so viele Verluste haben. Vor allem hätte ich die Verluste wahrscheinlich auch vermeiden können, wenn ich das mit dem Hammer hier nicht gemacht hätte und wenn ich dem Sergeant nicht so viel... Ja, was war das Sergeant?
Irgendwo hätte ich noch einen Fehler gemacht. Aber na gut. Entern und hoffen, dass der Flammenwerfer überlebt. Sie scheinen durchs Feuer zu sterben. Oh, okay. Das ist eine ganz andere Regelung mit dem Feuer. Das zählt nicht am Ende deren Runde, dass sie Schaden nehmen auf Feuer, sondern pro Feld, das... Oh, schon wieder 6 CP, richtig schön. Sondern für jedes Feld, durch das sie gehen müssen, muss gewürfelt werden. Das ist okay. Also du hast noch 3 Schuss. Kommst du da hinten an? Ja, kommst du. Dann verbrenn doch mal ab hier, damit du durch möglichst viele Feuerfelder laufen musst. So. Und gehst jetzt einfach mal weg. Ich weiß nicht. Er könnte ihn mal für den Rücken frei halten. Der muss eher keine Command Points verschwenden, in Anführungszeichen. Also ja, du gehst mal einen Schritt vor. 1, 2, 3, 4, 5. Gehst noch ein Feld vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Müsste der hier, der Blip, ihn nicht mehr angreifen können. So. Du gehst wieder in Overwatch. Aber ruhig von hier hinten. Clear a path. So. Wo haben wir noch Blips? Taktisch. Wir haben hier hinten gar keine Blips. Wir haben nur da den einen. Ja, okay. Das heißt, du kannst dahin gehen. Du gehst vorerst dahin, aber ich werde wahrscheinlich gleich ganz viele Command Points verballern. Du gehst dahin. Er hier sollte eigentlich hier in der Nähe bleiben. Falls von da was kommt oder von da. Ja, du bleibst einfach mal hier stehen. Mit deinen Punkten ist egal. Overwatch bringt in keiner Richtung irgendwas für ihn gerade. Also, Flammenwerfer ist sicher. So oder so, weil der nicht nah genug rankommt. Und er schießt hoffentlich ein paar von denen zu Klump. So, 6 Command-Punkte. Einen hätte ich gerne über für eine Ladehemmung. Höchstens 2, weil er wird nicht so oft schießen. Also ja, 4 Punkte können wir verbrauchen. Das heißt, du geh bitte... Du musst gar nicht dahin gehen, du kannst dahin gehen. So. Öffnen. Schießen. Auf den da. Er hat die Leiche. Achso, brauche ich ja 2 Schüsse für den, okay. Ich wollte gerade sagen, er hat die Leiche verfehlt. Das wäre ein wenig peinlich für einen Terminator. Das wäre schon peinlich für einen Space Marine. Das wäre auch peinlich für einen Gardisten. Aber für einen Terminator... Ja. So. Wie viele sind es denn? Oh, Blip von da. Und von da kommt einer, okay. Guti, du drehst dich um. Und verbrennst ihn hier. Hast gleich keine Munition mehr. Du schießt auf ihn hier. Das waren jetzt 2 Assault Cannon Shots. Muss ich den ganzen Raum zerlegen? Ah, Tech Marine Kanavau Cleansed. Ist hier aber immer noch in Objectives drin.
Okay. Dreh dich um. So, du. Die Tür ist offen. Ja. Du gehst. Der Blip sieht anders aus. Der sieht nicht aus wie ein Jeans, der sieht aus wie was Größeres. Ha. Du gehst in Overwatch. Du. Warte mal, hier unten kamen auch welche. Da musstest du dich drum kümmern. Du gehst. Hier in Overwatch. So. Hier hinten war nichts mehr. Also kannst du dahin gehen. Oh, 4 Punkte. Warte mal. Du kannst dich hier mal umdrehen. Und kannst hier in Overwatch gehen und hoffentlich dann trotzdem auf das Feld erschießen. Auch wenn das etwas unwahrscheinlich ist. So. Du gehst mal rückwärts dahin. Damit du eventuell ihn später sichern kannst, sobald das Feuer hier weg ist und er wieder in der Mitte ist. Oder sonst hier oben den Bereich. So, wir haben 4 Punkte noch. Ich glaube, ich bewege mich ja mit dem ein wenig. So. Den haben wir für Ladehemmung 2 Punkte über und die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Jo, entern. Beware the alien. Sehr gut. Ich würde echt gern wissen, ob der da schießen kann. Okay. Die Schüsse hören sich gerade anders an als sonst. Komm. Soweit alles gut. Keine einzige Ladehemmung. Oder es werden einfach keine Audiodateien Ladehemmung abgespielt, aber nee, hier ist auch nichts. Sehr schön. 2 Blips. Dann bringt der letzte Schuss ja richtig was von ihm hier. I have movement, brothers. Du hast mehr als Movement. Du hast ganz viele Blips. Und zwar ab hier bitte. Sehr schön. Keine Munition mehr. Du. Gehst einfach weg. Nach da. Wir haben eh gleich gewonnen. So, weil. Karte. Da ist jetzt noch einer am Leben, der müsste aber gleich sterben, richtig? Er müsste durch das Feuerfeld gehen und sterben, ja. Falls er nicht sterben sollte, hilft er hier mal nach. Wie den Overwatch. Overwatch Protocol initiated. So. Und du musst eigentlich nur noch dahin gehen und den Zyklon schießen. Und das müsstest du durch diese Runde sogar noch schaffen. Oh, wir haben gleich gewonnen, sehr schön. Open Door. Fire. Jetzt bitte nicht explodieren. Mir fällt gerade auf, wenn er jetzt explodiert, haben wir die Mission vergeigt. Weil der Flamme für keine Munition mehr hat. Ja. 1. 2. Kein Ton. Und geschafft. 3 Verluste. Hätte nicht sein müssen, aber geschafft ist geschafft. Neue Kampagnenbanner. Ja, das sollten wir demnächst auch mal machen. Unser Banner ein wenig modifizieren. Oh ja, Mission erledigt. So weit, so gut. Gucken wir, was die nächste bringt. Ich finde es schön, dass sie diese... sind das Texturen oder sind das Sprites? Oder wie heißt das? Also die Grafik für Space Marine, dass sie die eingefügt haben und nicht einfach irgend so ein Blip dahingestellt oder sonst irgendwas. Was ich ein wenig schade finde, ist, dass zum einen man nicht gesehen hat, dass sie Schaden genommen hat und zum anderen, dass sie verschwunden sind oder irgendwas in der Richtung. Also sie waren einfach nur da. Man hat draufgeschossen und man konnte sie nicht verändern. Also ich wollte jetzt nicht Blutfontänen sehen oder sonst irgendwas. Es geht mir einfach nur darum, dass man sieht, dass man was geschafft hat. Und die Soundbugs haben doch ein wenig Überhand genommen. Das sollte auch noch gefixt werden. Aber ja, trotzdem schönes Spiel. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut
und sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn wir hier unser Banner modifizieren. Das müsste im Librarium gehen. Genau, Shop, Banner, Configuration und Manual. Goodie. Also dann, bis gleich.